Der chargt je mit einer Jump Attack an, Akutenchi. Ich glaube, das ist das Gimmick von dem Gegner. Ich glaube tatsächlich, dass es das Gimmick ist. Was ist das? Zu weit in die Richtung geht. Das Problem, was ich an solchen Stellen habe, ist, ob man nicht wirklich unterlevelt oder so ist. Naja. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt Leute, die spielen das mit Level 1 durch. Also unterlevelt ist immer relativ. Man kann sich halt auch echt verskillen, dass man deutlich mehr Level braucht, um einen verhältnismäßig gleichen Schaden zu bekommen. Deswegen verstehe ich den Gedankengang. Aber in vielen Fällen kann man das ja vom Schaden auch abmachen. Ja. Soll ich einfach daran erinnern, dass es Dark Souls ist? Ja. Seien wir doch ehrlich. Die Gegner, die am meisten Probleme machen in Dark Souls oder generell in diesen Spielen, sind unheimlich schnelle Gegner, die einfach ganz, ganz schnell angreifen, wie der jetzt, der quasi über die ganze Karte springt. Gegner, die unheimlich lange angreifen, also die Angriffskombos haben, die gefühlt gar kein Ende nehmen. Und die Gegner, die zu vielen kommen. Also wenn du jetzt nicht nur einen hast, sondern drei davon oder so. Weil dann hast du halt drei Gegner, wo du eigentlich nur mit Ausweichen beschäftigt bist. Wenn die groß sind, ist das nicht unbedingt das Problem. Wenn die große Waffen haben oder mächtige Superzauber, das... Den kann man halt ausweichen. In vielen, vielen Fällen. Aber gerade diese Schnellen, die ziehen wirklich einem eine Menge Leben ab. Nein! So close! Die Frage ist, ist das ein One-Time-Gegner oder ist er jetzt immer wieder da? Er hatte eine normale Lebensleiste, das heißt, er kann immer wieder da sein. Träumchen!
Dieser verkackte erste Sprung. Und 168. Mach wen weg. Na, den da. Ach so. Ich bin, glaube ich, manchmal auch zu defensiv. Ich rolle dann lieber weg, anstatt einmal hin und einen Angriff zu machen oder so. Er bricht uns... Ja, leider schon. Also, hygienisch ist das nicht. Von Corona hat er auch noch nichts gehört. Was ist das? Ich sehe nix. Gott. Ah. Yes, du trickst. So, was haben wir denn hier drinne? Hier war ich schon. Ja. Ja. Das habe ich schon. Das hat sich super gelohnt. Hallo? Bin ich noch da? Ich glaube, das Spiel stürzt gerade ab. Hallo? Okay. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Das Spiel hat gerade gesagt, nö, finde ich nicht gut. Aber neu starten. Er ist halt nur ein bisschen komisch, wenn plötzlich alles so sich nicht bewegt. Mein OBS fängt an zu stocken, ganz komisch. Na komm schon. Vielleicht müsste das Fenster auch laden.
Ah, da ist es doch. Die Sitzung wurde nicht beendet. Ja, das tut mir leid. Das lag nicht an mir. Das lag an euch. Wenn ihr einen Bogen weithängig führt, präzise. Okay, wir sind aber auf jeden Fall hier. Und ich hatte mich hierhin teleportiert. Ich weiß noch nicht, ob in der Ruine noch irgendwo was anderes ist. Aber habt ihr das schon mal gehabt, dass zwei Teleporter zum gleichen Ziel geführt haben? Weil ich habe die Ruinen ja eben entdeckt. Das heißt, ich hatte die noch nicht. Aber ich hatte schon das Portal dahin. Na, was haben wir denn hier Feines? Ich hab doch gesagt, irgendwo muss doch mal ein Keller hier sein. Ha! Gegner? Das schreit so nach Gegner. Gespensterrufende Glocke. Irgendwo ein Geheimgang. Das da könnte noch einer sein. Schade. Schade. Oh Gott. Warum? Was habe ich dir getan? Gespenster rufen, ne? Ja, das schreit halt so nach Boss. Aber da sieht man mal, wie man von diesem Spiel trainiert wird, ne? Also irgendwann sieht man überall Bosse, basierend auf den Räumen. Naja. Vision von Tür. Tausendfüßlerspinne. Du meinst den komischen Schreihals? Da war ich auf jeden Fall drinne. Das weiß ich noch. Hä? Okay, dann war ich in einem anderen davon drinne. Dann gibt's davon eine ganze Menge. Beschweren tue ich mich nicht. Mehr Materialien und so. Um unsere Katanas aufzubessern. Okay, was haben wir denn da oben, abgesehen von ein paar Geisterlinien hier unten? Na komm schon, zack.
Die Bären sind echt Endgegner. Also das ist schon krass. Wie viel die aushalten. Hat sich gelohnt. Nicht. Alter, diese Bären. Die sind sowas von krank. Alter. Apropos, bevor ich es vergesse. Die haben... Nee. Die haben wir jetzt fertig. Ich habe, glaube ich, jetzt alle entfernt, ne? Wie ein waschechter Held. Wie ein waschechter Held. Neues Community-Chat-Fenster. Was macht denn ein Community-Chat-Fenster? Wow, 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 wow. No, 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 no. No, 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 no. Wie die Putzhofer Family Guy. No, no, no. So nicht. So nicht. Okay, erstmal gucken, was wir hier oben haben. Ein Gnadenpunkt. Perfekto. Oben rechts im Chat, wo man sehen kann, wer hier im Chat ist. Es kommunisiert. Das könnte auch was mit Kommunismus zu tun haben, wenn man das so liest. Da ist wieder so eine Fackel, die uns irgendwo anders hinführt. Ansonsten sitzt hier niemand. Das ist doch nicht dein Ernst. Drecksack. Also oben, dass man oben rechts auf Benutzer klicken konnte, gab es schon immer. Aber dadurch, dass ich ja das OBS-Plugin benutze, weiß ich nicht, ob ich jetzt einfach was nicht sehe, was jetzt neu ist. Ich muss nochmal da rauf, um zu gucken, wo der Baum war. Ist hier was hinter? Schade. Ich folge dir, mein Freund.
Gucken, wo der uns hinführt. Tippel, tippel, tippel. Lang. Aus. Wo geht's denn hin? Gib nicht auf, alter Mann. Ach komm schon, mein, naja, mein sehr schlanker Freund. Okay, das ist ein sehr weiter Weg. Führt er mich zu der Höhle da vorne? Ich kann mir nur vorstellen, dass er mich zu der Höhle führt. Hat der mich jetzt einfach nur zur Kristallhöhle am See? Ja, aber das ist eine andere, ne? Die haben wir noch nicht. Ja, Bestienknochen. Also bei Kosek ist jetzt auch so, meine Ehre wurde gerettet. Aber ihr seht das, wenn ihr, wenn ihr einen Stream anguckt im Chatfenster. Weil dann muss ich da mal drauf achten, wenn ich einen Chat, wenn ich einen Stream aufmache. Im Browser. Okay. Immer schön das Maus mitnehmen, denn ohne Maus ist nichts los. Thank you.
Der epische Kampf. Zeppelab. Zapzarab. Ist nur, dass jetzt die einzelnen Gruppen auf- und zuklappen kannst, wozu auch immer. Naja, ich denke bei großen Streamern, Organisationen vielleicht. Speertalisman. Wahrscheinlich Stichangriffe machen mehr Schaden, oder? Nee, verbessert die einzigartigen Konterangriffe von Speerwaffen. Okay. Haut mal mit dem echten Katana gegen Stein. Das ist das Beste, was ihr machen könnt für das Ding. Wenn ihr es auf den Müll werfen wollt danach. Kleinere Erklärung dazu. Okay. Warum nicht? Jetzt sehr tief runter. Ich denke mal, da ist der Boss. Was ist das? Schnecken, Kristall, Drachen, was? Irgendwas. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Naja, der Name Kristallhöhle ist dann halt wirklich allen Ehre. Goldene Rune. Haut rein, tschüss, tschüss, Bongi. Ciao, ciao. Ich wünsche noch eine angenehme Restwoche. Direkt kommt der Discord-Link. Weiche Baumwolle, wie süß ist das denn? Also irgendwas ist hier, was einen angreift. Okay. Alles gut. Okay, eine Sache teste ich jetzt aber mal.
Wir haben ja das Ding bekommen. Immun gegen Sturzschaden. Ja, also Sturzschaden ist immer nur relativ. Es gibt den direkt tödlichen Sturz, das ist halt kein Sturz. Hierüber. Darüber. Ich sehe nicht so viel. Es ist echt ein langer Weg zum Gegner. Aua. Nein! Das ist wieder so ein Gegner mit so einem nervig langen Anreiseweg. Kann sich nur um Stunden handeln. Wäre ja lustig, wenn man da das Schwert nochmal bekommen würde. Dann könnte man mit zwei davon rumrennen. Schon.
Ich hab's schon Hey, hier ist Kos1k-TV, ich will ja nix sagen. Aber die letzte Stunde stellst du dich aber auch an LOLD. LOLD. Ja, Entschuldigung, ich weiß. Ich lasse halt mit laufender Streamzeit irgendwann an Skill zu wünschen übrig. Man sieht nicht viel, ne? Hier runter. Da runter. Es tut mir leid. Ich versuche mal Qualitätsgameplay zu liefern. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt innerhalb von 2 Sekunden. Schon wieder. Ich denke immer, dass der dann fertig ist mit dem Angriff. Aber nein, dann kommt da noch was. Wie mit doch einer am Zippel. Wieso habe ich ihn jetzt zweimal nicht getroffen? Bei einem offensichtlichen Angriff, den er hätte treffen müssen. Scheiße, ich habe keine Flaschen mehr. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich mache gerade auch eigentlich nur Bossfight after Bossfight after Bossfight. Und Gravity Tode und naja, ihr wisst ja. Wie ein Spell zu wenig. Ein Spell-Slot oder was? Tod ist tot. Tod ist tot. Du hast einen Einzel gefunden. Einzel. Wo ist denn jetzt Einzel? Drecksack! Die little... Look. Himmelsbernsteinbilder, jo. Kosek, du vergisst das Ausrufezeichen immer.
Yeah, boy. Hello, ich bin sofort bei dir. Hütte des schlummernden Wolfes. Alter, dieses Spiel hat überall Geheimnisse. Überall. Ein Runenbogen. Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Oh. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his. Wie viel Glück habe ich, dass ich zuerst. I'm Latena, an Albanoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presumed the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute, I hope that you will forgive me. Wie viel Glück hatte ich, dass ich zuerst zu dem Typen gegangen bin? The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halig Tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Yep. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants, accessible by the Grand Lift of Rold. Ob der Wolf ein kleines Easter Egg auf einen Twitch-Streamer ist, der eigentlich fast ausschließlich Soul Games spielt. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the tarnished. So that our journey will not have been in vain. Forgive Kenn ich me, nicht. Lobo. Ist alles gut. Der heißt Lobos Junior. Und der hat halt auch einen Wolf. Das ist halt die Wolfsbande oder sowas. Oh. Totes Wölfchen. Glaube ich zumindest. Der steht zwar schlummernd, aber der ist ja tot. Mega hyped. Wer ist denn Noxtella? Ich weiß nicht mehr, wer Noxtella ist. Ich spoiler dich nicht und sag dir nur den Namen. Alles gut. Alles gut. Ich sage auch manchmal Dinge, die müsst ihr nicht beantworten. Das ist auch keine Aufforderung zur Beantwortung von Fragen. Okay, aber jetzt... Das... Die zweite Medaillonhälfte... Kombiniere die Medaillons, um den großen Aufzug von Rold zu verwenden. Aber das heißt, hier fehlt mir immer noch ein linkes. Also mir fehlt ein linkes für den Aufzug Rold, wo dann die andere Hälfte von dem hier ist. Okay. Roldog ist ein guter Boy, Eritas. So, jetzt müssen wir wieder mal raus aus der Höhle hier. Du hast eben gesagt, dass du Boss in Einsel gefunden. Wo im Teufel ist denn Einsel? Ich hab Kaled, ich hab Limgrave, Linuria und ich habe keine Ahnung, wo Einsel ist. Ist aber auch nicht schlimm.
Wie viel Prozent der Map? Weniger als 50? Weniger als 50, würde ich sagen. Also du musst dir das, pass auf. Wir machen das jetzt mal ganz kurz. So. Also, ich schwebe jetzt mal durch die Karte. Wenn das das Startgebiet ist, das hier ist Caelid. Caelid geht auf jeden Fall noch hier oben rum komplett. Und... Moment. Wenn wir jetzt hier oben gucken, das geht hier noch in den Norden, dann hast du hier noch einen großen Kontinent und dann geht das hier noch weiter. Also sehr, sehr wenig erst. Kannst du dich auch geschmeidiger durch das Bild geistern? Nee, tut mir leid. Ich bin da zu grobmotorisch für. Ich kann das nicht geschmeidiger. Caelid ist das? Ja. Das da drüben ist das Gebiet, was mir die meisten Probleme machen wird, drauf zu gucken. Lass das sein. Lass uns mal da einen Ausflug machen. Bett gefunden für Geisteranrufen plus 10. Was heißt noch nicht machen? Ist ja Open World hier, ne? Also... Aua! Zack. Den Brustpanzer von denen hätte ich gerne. Da sieht man aus wie so ein römischer Legionär. Ja. Ich habe bis jetzt nur Godric. Nur Godric von Gryffindor. Auf Psychosen. Geräuchertes, gesprenkeltes Fleisch. Also wenn mein Fleisch Sprenkel hat, dann möchte ich es meistens nicht mehr essen. Aber jedem das sei. Nieder mit den Gryffindors. Tatsächlich noch ein Spiel, auf das ich mich freue, wenn es dann mal irgendwann rauskommt. Und das ist Hogwarts Mysteries. Ne, Legacy? Mysteries? Ne, Mysteries ist das Tab, ist das Mobile Game, ne? Oder das Legacy, das Mobile Game? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Was sagt denn Hufflepuff? Was? Wer ist denn freiwillig Hufflepuff? Macht man den komischen Test eigentlich so lange, bis man kein Hufflepuff mehr ist? Habe ich da was falsch verstanden? Waschechter Samurai vom Pferd. Ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Waffe nochmal aufbessern können, ne? Glaube ich zumindest.
Hier fängt jetzt halt die Sumpf... die Sumpfwelt an. Unbeugsamer Schwur. Okay, aber hier... das Problem, hier drunter bin ich auch relativ viel hin und her geritten. Das hier habe ich auf jeden Fall. Das auch. Also die linke Seite bin ich eigentlich relativ gut durchgegangen. Gut, der Drache ist noch hier. Aber das ist jetzt so. Würde ich jetzt zu gerne in den Bossfight von gerade schicken. So schlimm. Was? Naja, man kann auch freiwillig Hufflepuff sein, war ja das erste nicht-rassistische Haus in Hogwarts. Das ist richtig. Das ist durchaus richtig. Macht's trotzdem nicht besser. Hufflepuff sind halt die, die bei Hogwarts, die gerne dabei sein wollen. Ravenclaw sind die Besserwisser. Gryffindor sind die klassischen College-Sportler. Also immer die coolen Kids, die aber irgendwie bei allem dabei sind, aber irgendwie so relativ. Und die Slytherin ist halt, naja, das sind halt die Reichen. Das sind die ganzen reichen Gören drin, ne? Und das sage ich als Harry Potter-Fan, ne? Also. Hauptsache, man hat die Augen gesehen. Genau. Das ist tatsächlich das, das Einzige, was ich bei den Filmen schade finde, dass so viele Kleinigkeiten überhaupt nie erwähnt wurden. Du hast auch noch den Weg nach oben über mir. Ja, es ist tatsächlich die Frage, ob entweder gibt es irgendwann mal einen Teleport hierhin. Weil ich habe halt keinen Aufzug. Hier ist ja kein Aufzug gewesen. Und hier ist kein Aufzug gewesen. So, hier ist nicht wirklich was. Das heißt, entweder gibt es hier irgendwann mal einen Teleport hoch. Oder ich weiß es nicht. Boah, bitte klippt das. Bitte klippt das, Freunde. Die Dummheit muss man klippen. Emotional, damn it! Das war nicht Absicht. Sowas mach selbst ich nicht absichtlich. Hat Martin das geschafft? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Er hat auf jeden Fall geflucht, wie kacke der ist. Also vermute ich mal. Macht aber auch keinen Sinn. In den Büchern wurde es auch nur erwähnt, als die drei Dobby in der Küche besuchten. Ja. Also deswegen. Jetzt stell dir mal vor, Hogwarts Legacy, nicht so groß wie Elden Ring, aber so detailverliebt wie Elden Ring. Das wäre mega. Das wäre tatsächlich mega.
Ja, ich weiß, die nächste Etage ist echt bescheiden. Zack. Vielen Dank dafür, Akutenshi. Ich habe Miriam erst stehen gelassen und alles erkundet. Was sie im Film nicht zeigen konnten, weil das storytechnisch einfach keinen Sinn macht und extra Zeugs. Ja. Müssen die das noch machen, weil angeblich sollst du die Möglichkeit haben, dein Haus auszuwählen und so. Generell, ich bin so gespannt, was sie da tatsächlich machen. Ich hätte die töten können. Oh no. Oh no. Läuft doch gut mit deinen Katanas und endlich mit einer Rüstung. Ja, das auf jeden Fall. Also die Katanas laufen gut. You suck. Okay, wir gucken mal ganz kurz, ob wir die nochmal einen Ticken verbessern können. Ja, ich kämpfe jetzt auch erstmal gegen die. Wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Greifende Knochenhand? Ist das eine Waffe? Diese furchtbare Waffe wurde aus dem gehärteten Arm eines Skeletts gefertigt. Geführt von Ensha von den königlichen Reliquien. Vampirfaust, ein Talent mit der Macht über das Leben selbst. Ein langsamer, kontrollierter Schlag mit einer energieverfüllter Faust schlägt den Gegner bewusstlos und raubt seine LP. Ah, well then. May the Golden Order shine through. Ah. Okay. Ist jetzt irgendwie eine, ist jetzt eine Tür wieder aufgegangen? Well, I took you for dead. No matter, it's all the same. Out your own. Hä? Also ich habe keine Seelen. Kann sagen, woran hapert's denn jetzt? Kam dir in der Welt nicht bekannt vor? Das ist das Problem bei dem Spiel. Ich habe meistens keine Zeit, mir den Namen durchzulesen, weil ich im Kampf bin. Ich vermute, dass ich ihn kennen müsste. Aber wer war es? Schmiedestein 3 brauchen wir jetzt, okay. Der rote Geist gerade, das ist ein Invader. Gibt hier eine chillige Person? Ist das der Typ, der hier an der Wand hing? Ah, ja. Ja, das Problem ist, sieht halt echt scheiße aus, ne?
Invasoren sind eigentlich, bei mir zumindest bis jetzt, immer NPCs. Also einfach Gegner, die dich angreifen. Guck mal in die Beschreibung. Eine Rüstung verziert mit goldenen menschlichen Knochen gehört einem der stummen Diener von Sir Gideon, dem Allwissenden. Oh, Gideon, hätte ich mit reden können. Angeblich stammen die Knochen von einem Fürsten der Antike, dem seelenlosen König Enshar. An dem seelenlosen König. Enshar war der Fürst der Verlorenen und der Verzweifelten. Okay, ich versuche das noch einmal hier oben und im Zweifel gucken wir dann nochmal kurz ins... Sieht so doof aus. In die Tafelrunde. Und reden mal mit dem Allwissenden. Wenn einer seiner Diener uns angreift. Drecksack. Ja, was heißt aus dem Nichts, ne? Also grundsätzlich ja, aber die tauchen halt nicht einfach auf, sondern das sind gewisse Stellen, wo die auftauchen und zu gewissen Zeiten im Spiel. Nein, die habe ich nicht ignoriert. Aber die Rüstung sieht halt einfach scheiße aus. Und ich möchte ungern eine Rüstung anziehen, die einfach kacke aussieht. Weißt du? Verstehst du? Fast tot. Wir haben gute Nacht. Alles klar, Kartosch. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine gute Nacht. Also ich kann ihn gleich mal komplett anziehen. Ich weiß nicht, du siehst aus wie so ein verschimmeltes Stück etwas. Ach, komm schon. Den Effekt verstehst du nicht, man merkt nichts von der Regeneration. Die Frage ist, ob das einfach plain Regeneration ist oder nur bei Angriffen. Regeneriert bei LP-Verlust langsam eure... Du siehst so aus wie, guck mal, du siehst so aus wie irgendwie, keine Ahnung, als ob was verschimmeln würde an dir. Wir gucken mal, was passiert. Das muss doch stinken. Nein, nein, ich meine die hier.
Leider ein Ticken zu früh gehauen. Da ist eine Hand. Da klemmt eine Hand drunter. Möchte ich nur mal so anmerken. Ekelhaft. Achso. Durch die komische Schutzblase sieht das Katana ein bisschen zerknickt aus. Guck mal. Oh, ist kaputt. Close, close. Ich überlege tatsächlich, ist da ein Trick bei? Ist da ein Trick bei? Noch untersuchen, berichten. Alles klar. Bisschen Forschungsarbeit. Das Zauber durch den Boden gehen, ne? Ist der größte Kack der Welt. Tot. Auch nicht. Tricksack! Die, little bitch! Yes! Das sieht ja mal so bescheiden aus. So, jetzt ist nur die Frage. Warum stehen die da hinten rum? Das sind noch die Gegner, ne? Irgendwann bleibt der halt mal stehen, war bei mir zumindest so. Ja, ich bin ja hochgeklettert und hatte... Also dann hat der auch wirklich aufgehört, hier rumzurennen und so, aber...
das da nun ein Text oder ist das da auch ein Item? Ein Text. Der möchte weiterhängen. Himmelssamen-Talisman. Okay. Gut, ich gehe auch in die Falle. Schön, zieh mir noch. Alles klar, Korsik. Ja, allzu lang mache ich ja sowieso nicht mehr. Okay. Tschüss. Ist hier irgendwo denn den Schalter? Jetzt ein. Den Kerzen auf den Leuchtern ist jetzt auch nicht. Ist hier irgendwo ein Schalter? Weil da ist ja offensichtlich eine Treppe, die nach oben geht, aber... Was hast du denn für einen Helm an? Hast du ja Rückenschmuck oder so? Akutenshi, ist hier jetzt noch was? Also nicht sagen was, sondern nur ja oder nein. Ich hab nichts. Hier ist dein Gang. Nö, außer du hast das Item und unten die Mechanik auszulösen. Nicht, dass ich wüsste. Also, ich wüsste mal, keine Ahnung, wie das aussieht, das Item. Ich bin aber schon glücklich, dass der Gegner tot ist. Die nehmen wir alle noch mit.
Wo ist denn die Mechanik? Das ist, du meinst... Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst bei der komischen Dame die Sanduhr, ne? Test. Was auch immer da drauf gehört. Ne, das reicht nicht für ein Level.